Das wird das erste von drei neuen Seenotrettungsbooten für unsere freiwilligen Stationen an Nord- und Ostsee. Über die Stationierung haben wir noch gar nicht entschieden. Diese drei Schiffe werden drei ältere Seenotrettungsboote ablösen, die nach und nach jetzt ihr Dienstalter von durchschnittlich 30 Jahren erreichen werden in den nächsten Jahren. Das heißt, das sind Boote aus dem Anfang der 1990er Jahre. Das Seenotrettungsboot ist gut 10 Meter lang. Es ist ein Selbstaufrichter, wie alle unsere Schiffe. Das heißt, nach einer Kenterung ist dieses Boot in der Lage, sich von selbst wieder aufzurichten und seiner Besatzung maximale Sicherheit zu gewährleisten. Diese Fähigkeit ist vor allem deshalb wichtig, um den Seenotrettern Eigenschutz zu gewähren. Das heißt, nach einem solchen Ereignis würde man mit dem Retten nicht fortsetzen, sondern es geht dann darum, die Besatzung sicher wieder an Land zu bringen. Nein, ist ein tolles Gefühl bei einer Sache, die später Leuten das Leben retten wird, dabei zu sein, bei der Grundmünzlegung, sage ich jetzt einfach mal, eines Schiffes dabei zu sein. Für mich auch ganz neu, ich war noch nie auf einer Werft, also auch für mich das allererste Mal. Also es ist eine spannende Geschichte. Also ich bin ganz, ganz, wirklich, fühle mich total geehrt und bin ganz stolz, das sein zu dürfen. Und ja, hoffe da einen vernünftigen Job zu machen als Botschafter.